Heute werde ich Ihnen wahrscheinlich nichts erzählen können, wo Sie sagen, boah, Rocket Science habe ich noch nie gehört. Das wird was ganz Neues, das wird uns komplett verändern. Ich wäre schon zufrieden, wenn mit dem Vortrag heute für manche von Ihnen einfach vielleicht nochmal eine neue, ja, Orientierung gegeben wird, ein neuer Sortiervorschlag für das ganze Feld Transfer und auch Transferforschung möglich ist. So, Innovation, Implementation, Scaling up, Transfer. Das sind so die Begrifflichkeiten, die wir gerne auch mal im Austausch, also sozusagen synonym verwenden oder fast synonym verwenden. Und mir geht es darum, mal ganz grob Modelle, Ansätze und auch ein paar Erfahrungen zum Transfer heute mit Ihnen zu teilen. Und ich fange, wer meine Vorträge kennt, gerne immer mit dem neuesten Beispiel der beliebtesten These im Verhältnis zwischen Wissenschaft und Praxis an, die wir seit Jahren, seit Jahrzehnten, eigentlich genau genommen seit der Ruckrede von Roman Herzog. Der hat das erste Mal so richtig auf die Bühne gebracht, der die These aufgestellt hat: Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Ich versuche so ins Bayerische zu rutschen, das gelingt mir nicht ganz von Roman Herzog. Ob es daran liegt, dass es auch wieder ein Bundespräsident ist, der mit Frank-Walter Steinmeier letztes Jahr bei der Verleihung des Deutschen Schulpreises der Robert-Bosch-Stiftung die genau gleiche Idee, diese Figur wieder aufgegriffen hat, weiß ich natürlich nicht. Auch er hat angesichts der guten Praxis, die prämiert wurde beim Schulpreis, gesagt, wir haben eine typische, ja fast schon ja, eine Routine da drin, dass wir wissenschaftliche Erkenntnisse veröffentlichen, skandalisieren, die Defizite groß feststellen und daraus eigentlich dann nie tatsächliche Veränderungsprogramme, die wirksam in den Schulen ankommen, entwickeln können. Und auch er schließt wortwörtlich: Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Problem, wenn es ein Problem gibt, ist es ein Umsetzungsproblem. Und ich erzähle oder ich fange damit oft Vorträge zum Thema Transfer an, weil ich glaube, dass diese These im Kern etwas verschleiert und dass wir uns immer wieder in der täglichen Arbeit, wenn wir in Transferprozessen involviert sind, deutlich machen müssen. Und die Gegenthese von mir lautet: Wir haben ein Erkenntnisproblem. Und zwar eines, wie wir Umsetzungen wirksam gestalten können. Wir haben in Deutschland, anders als in Teilen der USA, aber es ist auch nicht da so doll, haben wir keine Tradition der Implementations- und Transferforschung, also einer gesicherten Wissensbasis, welche Methoden, Formate, Prozesse eigentlich wirklich wirksam sind, um Erkenntnisse aus dem wissenschaftlichen Bereich in Praxis wirksam werden zu lassen. Und wir sind gerade dabei. Und deshalb ist auch mein Appell immer, wenn ich solche Vorträge vor Personenkreisen wie Ihnen halte: Halten Sie sich immer eine Reserve bereit, wo Sie dokumentieren oder zumindest registrieren, was genau von dem, was niemals in Forschungsartikeln bisher erscheint oder in sonstigen Darstellungen und Dokumentationen, was davon ist eigentlich wirklich entscheidend, warum ein Prozess ins Stocken gerät zwischen einer Erkenntnis im Wissenschaftsbereich und einer praktischen Umsetzbarkeit. Und das sind nämlich genau die Felder, die nicht erforscht sind bisher systematisch. Dazu finden Sie keine Meta-Analysen, dazu finden Sie kaum Systematic Reviews, die das einmal systematisch aufarbeiten. Was habe ich heute vor, wenn es mir, ich weiß nicht, in 60 Minuten gelingt? Ich habe eine Zeitwächterin und Zeit hoffentlich dabei. Ich möchte diese Begrifflichkeiten, von denen ich eben sprach, nochmal in meinen Sortiervorschlag bringen. Was verstehe ich darunter? Und damit verbinde ich ganz ausdrücklich den Hinweis, man kann das auch anders sehen. Das sind keine Realdefinitionen, sondern das sind meine Definitionen, die ich aus bestimmten Gründen für sinnvoll halte, diese Begriffe so zu ordnen. Dann möchte ich über alte und aktuelle Modelle von Transfer ganz kurz sprechen, weil ich nehme an, Sie ein ganz bestimmtes Transferverständnis hier verfolgen. Und ich bin gespannt, ob das in Ihrem Landesprogramm ähnlich ist wie das, von dem man als aktuell oder modern sprechen würde. Dann möchte ich einen Blick auf das Landesprogramm Zukunft Schule in einem ganz bestimmten Aspekt machen, nämlich welche Ziele haben Sie sich eigentlich gesteckt? Das habe ich natürlich nicht in intensiven Gesprächen mit Ihnen herausgefunden, sondern ich habe ganz einfach auf Ihre Webseite geguckt und geschaut, was steht denn da eigentlich drin? Am Ende wird jemand vielleicht das auch tun und sagen, sind diese Ziele eigentlich erreicht worden?
Und ich werde sie kontrastieren mit einem anderen Programm, in dem ich sehr stark involviert bin, das Programm, das bundesweite Programm QAMA zur Verbesserung der Unterrichtsqualität und der Fortbildungsqualität in Mathematik. Das ist ein 15-Länder-Programm, also fast noch größer als das hier, Ihr Landesprogramm. Und zwar nicht, um Sie irgendwie zu entmutigen, zu demütigen, weil das ja so ein großes, tolles Programm ist, sondern um Ihnen zu zeigen, auch da haben wir Baustellen, die den Transfer betreffen. Deshalb ist der vierte Punkt auch, habe ich den Transfer Baustellen genannt, wo ich dann in der Hoffnung, dass Sie das nicht gegen das Programm ausnutzen, einfach mal die Punkte benenne, wo es bei uns nach jetziger Perspektive kritisch ist in QAMA, ohne dass das Projekt gefährdet. Aber um Ihnen auch zu sagen, das ist normal, dass in solchen komplexen Transferprogrammen vieles unbekannt ist und vieles auch riskant ist. Und mit diesem Mindset sozusagen weiterzumachen in Ihrem Landesprogramm. Und zum Schluss, weil es ja auch von Dr. Steenke angesprochen wurde, von Frau Steenke angesprochen wurde, auch noch mal ein paar Erwartungen an Evaluationen, die man vielleicht mit so einem komplexen Programm verbinden könnte. Zunächst zu den Begriffsunterscheidungen. Innovationen definiere das für mich jetzt einfach mal. Ganz allgemein sind alle Neuerungen, die im Bildungsbereich verbreitet werden sollen, die es aus irgendeinem Grund für wert befunden werden, dass man sie in die Schulen bringt oder in die Fortbildungsinstitutionen oder in die Hochschulen. Das heißt, sowas wie Lehrpläne, Werkzeuge, Unterrichtskonzepte, Methoden, alles, das fasse ich erstmal unter diesem Umbrella-Begriff Innovation. Das, was man oder ich gerne daran knüpfe oder viele Kolleginnen und Kollegen auch in der Innovationsforschung ist, es soll besser sein als eine bestehende Praxis, soll, wenn es möglich ist, Evidenz, welcher Art auch immer, dafür geben. Und oder es soll eine Antwort auf aktuelle Herausforderungen sein. Und sicherlich ist das Landesprogramm, das Sie hier vertreten und durchführen, vor allen Dingen auch eine Antwort auf aktuelle Herausforderungen in der entstehenden Kultur der Digitalität überall. Implementation, Scaling, Up, Transfer. Das ist für mich ein Begriffstrio, bei dem ich lange gerungen habe, wie bringe ich das eigentlich ins Verhältnis zueinander. Ich habe mich auch wesentlich auf den Kollegen Josef Schrader gestützt, der das mal etwas systematischer auseinandergenommen hat. Und es geht grundsätzlich darum, dass es eine intentionale, also beabsichtigte oder gesteuerte Verbreitung von solchen Innovationen geht. Und Implementation ist für mich, und ich glaube, das ist eine sinnvolle Eingrenzung, zu verstehen als der schulbezogene Prozess der nachhaltigen Verankerung, Nutzung und Weiterentwicklung von welcher Innovation auch immer. Betonung auf schulbezogen. Ich implementiere etwas in der Schule, wenn das für mich die Organisation oder die Einheit ist, auf der ich Wirkungen erzielen will. Ich könnte da auch schreiben, es ist ein universitätsbezogener Prozess oder es ist ein fortbildungsinstitutsbezogener Prozess, je nachdem, welchen Fokus ich auf welche Systemeinheiten lege. Scaling up ist für mich dann eher systembezogen die Verbreitung vieler gleichgerichteter Implementationsprozesse im oben genannten Sinne in der Fläche. Und ich sage ganz bewusst gleichgerichtet und nicht gleichartig. Denn das werden Sie mit Sicherheit schon herausgefunden haben. Eine der wenigen empirisch belegbaren Befunde ist, dass Implementationstreue eigentlich ein Konzept der Psychologie des letzten Jahrhunderts ist. Also die Vorstellung, ich habe ein Konzept, das ich implementieren möchte und das passiert möglichst überall in allen Schulen gleichartig. Das ist nicht mehr aktueller Stand der Forschung. Es wird so viele Abweichungen geben, wenn Sie etwas in der Fläche an Neuerungen, an Konzepten einbringen, dass Sie sich diese Heterogenität zur Freundin machen müssen und nicht zur Gegnerin. Sie müssen herausfinden, warum funktioniert das in der Schule so und unter den Bedingungen oder unter denen nicht oder mit den Prozessen und das genau systematisch untersuchen und nicht als den Feind, den es zu verstecken gilt, zu begreifen, dass eben am Ende in den einzelnen Schulen etwas anderes rauskommt als anfangs mal gedacht. Der Begriff des Transfers, den reserviere ich ganz gern als eine eher anbieterseitig. Und da habe ich gesagt, zum Beispiel aus dem Wissenschaftssystem. Frau Steenke hat aber gesagt, es kann auch sein, dass Schulen etwas neu entwickelt haben und das erstmal gefiltert über wissenschaftliche Betrachtungsweisen und Methoden dann erst weiter in die Fläche getragen wird. Also Transfer als anbieterseitig gut designten
multidirektionalen Prozess für Implementation und Scaling ab. Also Transfer ist für mich der Überbegriff des Gesamtkonzeptes, der Gesamtarchitektur, dass ich etwas in jeder Einheit implementieren will, auf die es mir ankommt, zum Beispiel Schulen, und nicht nur in einer oder zwei oder wenigen Einheiten, sondern möglichst in einer großen Flächigkeit. Diffusion grenzt sich davon, oder nicht nur ich, sondern viele Kolleginnen und Kollegen auch gerne ab, ist eben nicht die intentionale, sondern die nicht intentionale, weitgehend ungesteuerte Verbreitung, zum Beispiel einer neuen Lern-App oder einer KI-Anwendung. Und Diffusion ist in der Tat ein schwieriges Gegenkonzept, weil sie immer Prozesse der Diffusion und des Transfers gleichzeitig haben. Und wie Sie das miteinander austarieren und im Bereich der Digitalität ganz besonders, Sie müssen es auf jeden Fall ansprechen, dass sich viele Dinge überholen Sie einfach von Ihrer Steuerungsabsicht. Und wie Sie das wieder einfangen, ist ein Gegenstand ständiger Reflexion auf den Ebenen, in denen Sie tätig sind. Das Problem ganz grundsätzlich, jetzt komme ich auf Transferforschung, dass man etwas, was man als Wissen irgendwo erzeugt hat, sagen wir mal im Wissenschafts-, im universitären System, dass die Grenzen des Wissenstransfers im Wissen selbst liegen. Und das ist etwas, was uns allen ständig bekannt ist, wenn wir gleichzeitig die Rolle eines Wissenschaftlers, einer Wissenschaftlerin und eines Anwenders, einer Anwenderin annehmen. Ich bin Hochschullehrer. Ich lehre für Lehrämtler und Lehrämtlerinnen. Und trotzdem weiß ich genau, dass ich ganz andere Perspektiven habe, wenn ich mich selber betrachte aus einer wissenschaftlichen Perspektive und das verarbeiten soll, oder wenn ich es tatsächlich im Hörsaal mache oder im Seminarraum. Diese Zweigestaltigkeit des Wissens ist immer in jedem Prozess, wo es um Transfer geht, ganz zentral. Es gibt eine Zweiteilung zwischen, oder manche sagen Duplexstruktur des Wissens, zwischen dem expliziten Wissen, also das, was wir in Programmen ausbringen, welche Konzepte, Methoden, Materialpakete wir uns ausdenken in der Wissenschaft oder an anderer Stelle. Und es gibt das implizite Wissen dann, das sehr viel mächtiger ist. Das ist abhängig von den Erfahrungen der Lehrkräfte vor Ort, der Schulleitungen vor Ort. Es geht um die gegenstandsbezogenen Beliefsysteme, um Motivation, Emotion und persönliche Disposition vor Ort. So trivial das ist, so sehr ist diese Duplexstruktur des Wissens der Angriffspunkt für Transfer, gelingenden oder misslingenden Transfer. Das heißt im ersten Anlauf auch ganz klar, wir müssen dieses Verhältnis zwischen implizitem und explizitem Wissen sowohl bei den Gegenständen, die wir transferieren wollen, als auch bei den Formaten, die wir nachher für den Transfer einsetzen wollen, immer ganz genau reflektieren. Das ist eine Systematisierung, wie man die Komplexität des Transfergegenstandes selber mal gruppieren kann. Es gibt viele andere sicherlich. Also wenn es mir nur geht darum, Informationen über irgendeine wissenschaftliche Erkenntnis, wie sind Rückmeldesysteme zum Beispiel, die KI unterstützt sind, im Schulunterricht zu gebrauchen, dann ist das ein relativ umgrenzter Transfergegenstand. Es geht weiter über Modelle, Konzepte und Problemansätze, die etwas größer sind, also welche Sprachförderansätze sind eigentlich sinnvoll im Mathematikunterricht, bis hin zu groß angelegten Methoden und Programmen. Und da bin ich mir jetzt im Moment noch gar nicht sicher, ob das Ihr Landesprogramm hier auf der Ebene des Transfers anzusiedeln ist. Dazu kenne ich es zu wenig im Detail. Oder ist es noch ein Schritt komplexer? Geht es also um Verständnisweisen, Strategien und Praktiken? Soll sowas wie die Kultur der Digitalität in Schulen von Ihnen durch Transfer ermöglicht werden? Im Bereich QAMAT, auf das ich gleich noch komme, da ist der Anspruch ganz weit oben angesiedelt. Da heißt es, wir wollen in 10 Jahren einen anderen Mathematikunterricht in allen deutschen Schulen sehen. Und das ist ein wahnsinnig komplexer Anspruch an Transferprozesse und den Gegenstand. Und je nachdem, und das sind wirklich nur Beispiele, eignen sich auch verschiedene Formate. Während ich einfache, wenig komplexe Transfergegenstände eben in Lehrbüchern, Dokumenten und Forschungsberichten ausbringen kann, Skripte, Materialien und Handreichungen oft die entsprechenden Formate der Wahl sind, geht es über Online-Fortbildung, Personal oder auch im Distanzbereich, über schulbezogen und immer stärker an die Schule, an die eigenen impliziten Wissensträgerinnen und Träger heran, in Schulnetzwerkarbeit bis hin zu langfristigen Prozessen der Beratung, des Coachings oder der Prozessmoderation. Sie alle werden diesen Koffer in Ihrem Landesprogramm irgendwo auch haben.
Die Frage ist nur, wie viel Zeit gönnen Sie sich, wie viel Reflexionsräume gönnen Sie sich, um genau die Passung zwischen diesen Formaten und der Komplexität des Transfergegenstands wirklich zu durchdringen und zu planen. Ich glaube, dass das die meisten großen Programme sich nicht gönnen, diese Zeit am Anfang hier die entsprechenden Passungen herzustellen. Alte und aktuelle Modelle von Transfer. Ganz kurz nur, wir wissen und Frau Stehnke und Herr Wendt nehme ich an, wissen es auch. Früher war klassisch in der KMK, wir haben Beschlüsse, wir haben Bildungsstandards, wir haben die Idee vom kompetenzorientierten Unterricht und das wird top-down umgesetzt. Das Problem liegt allein schon in dem Wort oder in dem Konzept Umsetzung. Das verschleiert so viel. Dann haben wir das, was wir häufig auf Seiten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler antreffen, ein unidirektionales Wissenschaft-Praxistransfermodell. Ich sage immer das erratische Schubkarrenmodell. Wissenschaft hat festgestellt, kippt vor die Schulen und macht, wird gelingen. Dann haben wir verschiedene Modelle, die in der Regel nicht in Deutschland anzutreffen sind, aber in vielen anderen Ländern, sogenannte Brokerage-Modelle, also Maklermodelle, wo es ganz speziell ausgewiesene Transferagenturen gibt. Manchmal in manchen Landesinstituten gibt es solche Stellen, die sich speziell als Broker verstehen zwischen dem, was in der Wissenschaft rausgefunden wird und dem, wie wir es möglicherweise in der Fläche in den Schulen auch tatsächlich wirksam werden lassen. Es gibt zu wenig, ist ein eigener Vortrag, halte ich auch manchmal, welche verschiedenen Brokerage-Modelle es gibt, mache ich heute nicht. Und das Modell, das ich bei Ihnen wahrgenommen habe, nämlich das Modell der eingebundenen Co-Konstruktion. Da komme ich noch mal drauf, was das eigentlich bedeutet oder ob das vielleicht doch nur so eine sehr schöne Chiffre ist, wo kein Mensch eigentlich weiß, was das bedeutet und wie man das umsetzen soll. Zunächst aber mal, warum funktioniert das eigentlich nicht mit dem unidirektionalen Wissenschaftspraxistransfermodell? Das ist nämlich einer der wenigen Bereiche in der Transferforschung, wo wir gesichertes, quantitativ empirisches Wissen haben. Über die Jahre, vor allen Dingen leider auch nicht in Deutschland entstanden, aber auch. Und wir haben eigentlich ganz klassisch herausgefunden, es gibt Barrieren und Hindernisse dieses Erkenntnistransfersmodells. Wissenschaft hat festgestellt, Schule setzt um. Und das hat wesentliche Faktoren sowohl auf Seiten der Lehrkräfte, der Schulen, aber auch der Art der wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie sie präsentiert werden. Ich will die nicht in der Tiefe jetzt auswalzen, da gibt es ganze Forschungskompendien dazu. Auf der Seite der Praxis hat man empirisch festgestellt, gibt es einen nicht widerlegbaren, immer wieder festgestellten, geringen wahrgenommenen Nutzen von wissenschaftlichen Befunden auf Seiten der Schulpraxis. Und die betreffen häufig, weil der Vorwurf, die Daten betreffen häufig nicht die eigenen Arbeitsroutinen und so weiter und so fort. Auch dazu kann ich nur empfehlen, was ich ab und zu mache, wenn ich Wissenschaftspraxis-Workshops habe, machen Sie wunderbare Rollenspiele, so blöd das klingt. Lassen Sie Wissenschaftlerinnen in die Rolle von Praktikerinnen schlüpfen und umgekehrt und das aufeinander prallen. Es funktioniert immer, um eine gewisse Perspektivübernahme zu fördern. Auf der Seite der Schulen hat man festgestellt, gibt es eine fehlende Kultur forschungsbasierter Handlungsroutinen. Warum auch? Warum soll die auch da sein? Das heißt, es gibt oft keinen Konsens, wie soll ich eigentlich mit Daten und wissenschaftlichen Befunden umgehen. Das hat sich, langsam verändert sich das. Es hat sich aber, wenn man en gros in großen Studien nachschaut, bisher nicht wesentlich verändert. Man kann also überlegen, ob man das unidirektionale Modell dadurch rettet, dass man immer mehr Forschungsexpertise in die Lehrkollegien reinbringt. Ich halte das für einen schwierigen Weg. Das wird auf Dauer bei dem Anforderungsprofil an Lehrkräfte nur sehr begrenzt funktionieren, auch wenn Lehrkräftebildung immer wieder Ansätze des forschenden Lehrens versucht zu implementieren und es auch manchmal schafft. Auf der Seite der wissenschaftlichen Erkenntnisse haben wir ganz speziell in Deutschland einen sehr stark erschwerten Zugriff auf relevante wissenschaftliche Erkenntnisse. Und zwar so aufbereitet, also in solcher Sprache, Visualisierung und Zugänglichkeit, dass man da als Lehrkraft ständig mal gucken kann, was läuft denn da. Wenn Sie sich vielleicht mit dem englischen System auskennen oder dem australischen oder dem kanadischen, dann sind riesige Wissensrepositorien, also internetgestützte evidenzbasierte Wissensstrukturen vorhanden, Webseiten,
die aufgebaut werden, damit Lehrkräfte sagen, was ist eigentlich in der Jahrgangsstufe 3 und 4 an Sprachförderung im Mathematikunterricht als wirksam in der Forschung festgestellt worden. Da können Sie über ein paar Klicks können Sie sich eine erste Information besorgen, beziehungsweise gute Aufbereitungen. Das gibt es in Deutschland nicht. Ich war damals in der KMK-Sitzung dabei noch als IQB-Leiter. Da hat man überlegt, will man das einrichten? Und dann hat man kurz geguckt, was kostet das die Engländer? Dann waren das ein paar hundert Millionen britische Pfund pro Jahr, um sowas zu pflegen. Und dann hat man es sein gelassen. Dass man ein solches Modell, wie kommen wissenschaftliche Erkenntnisse oder wie werden sie überhaupt verfügbar für Lehrkräfte in Deutschland implementiert. Die What Works Clearinghouses sind, wenn Sie an das Modell der TUM in München denken, sehr begrenzt und klein geblieben. So sehr ich das schätze, dass man da ein paar Erkenntnisse als Lehrkraft sich abholen kann. Auf Seiten der Wissenschaft gibt es aber auch einige Probleme, die ganz konstitutiv sind dafür, warum wir immer wieder ringen um das Wissenschaftspraxistransfergeschehen. Das erste ist, dass wir in der Wissenschaft, und hier sitzen ja im Raum einige Kolleginnen und Kollegen aus den Hochschulen und Universitäten, wir haben Transferstrategiedefizit. Das heißt, der Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen wird bei uns in vielen Institutionen nicht systematisch als eine Leistungsdimension begriffen. Bei der zum Beispiel Arbeits- und Forschungsplanung. Es fehlen Anerkennungsparameter, dass wir uns sozusagen Meriten verdienen als Wissenschaftler, wenn wir Transfererfolge nachweisen. Das ist eine Aufgabe, da können Sie in der Praxis, in der Schulpraxis nichts machen. Das müssen wir regeln, für uns das langsam zu verändern. Das ist wahnsinnig beharrlich, dass das nicht geschieht. Wir haben zweitens eine Verantwortungsdiffusion zwischen den Akteuren und Akteuren. It's almost nobody's job to turn insight into impact, hat es jemand mal auf den Punkt gebracht. Also wo man dann immer sagt, sag mal, machst du das jetzt eigentlich, dass du dich mal mit der Praxis beschäftigst? Oder können wir da einen Fachtag machen und dann ist gut? Oder das BMBF hat gesagt, wir müssen einen Praxistransfer machen, sonst wird der Antrag nicht genehmigt. Also schreiben wir was rein von einer kurzen, moderierten Fachtagungsreihe. Fertig ist. Und das war's. Und dann ist das Forschungsgeld gesichert. Das heißt, es wird sehr viel auf der Ebene von symbolischen Transferprozessen gearbeitet, auf Seiten der Wissenschaft. Es gibt aber darüber hinaus auch für uns keine konsistente Befundlage, das meinte ich ja mit Erkenntnisdefizit, welche Vermittlungsformen, Formate und Inhalte eigentlich wirklich geeignet sind, um die Praxishandlungsfälle, die wir anstreben, zu erreichen. Und schließlich, es gibt keine systematischen Konzepte, mir sind die jedenfalls nicht bekannt, wissenschaftlich erprobt, für einen lateralen Transfer. Das heißt, wie kann ich, wenn ich etwas mal in der Mathematik festgestellt habe, im Matheunterricht, eigentlich gut übertragen, mit welchen Veränderungen auf andere Domänen und Fächer, auf andere Schulstufen, auf andere Aggregatebenen. Das alles wissen wir nicht. Deshalb sind solche Vorträge wie der heute keine lehrbuchartige Bestandsaufnahme. Was wissen wir schon? Wir wissen verdammt wenig, wenn es um Transfer- und Implementationsforschung tatsächlich geht. Das mag vielleicht ein Grund gewesen sein, vielleicht einer, warum es inzwischen auf vielen Seiten Bestrebungen gibt, sich das Transferverständnis, das so wenig gefüllt ist, mit Wissenschaftlichkeit selber anzueignen. Und ich finde es immer noch bemerkenswert, ich lese da drin immer noch ganz gerne in dem Positionspapier aller Landesinstitute und Qualitätseinrichtungen der Länder zum Transfer von Forschungswissen von 2018. Wahrscheinlich haben die meisten von Ihnen das auch mal gelesen. Und ich dachte, im Lesen dachte ich die ganze Zeit, meine Güte, die haben sich wirklich Gedanken gemacht. Die wollen eine andere Art der Zusammenarbeit zwischen Anwendungsfragestellungen, wie sie in der Forschung behandelt werden und dem, wie sie nachher tatsächlich umgesetzt werden. Und das Transferverständnis, das hier aufscheint, ich zitiere das nur in einem Ausschnitt, heißt, in praxisnahen, angeleiteten und kooperativen Settings wird Forschungswissen dabei eher transformiert als transferiert. Da kann man sagen, okay, das ist jetzt also das Gegenmodell zu dem unidirektionalen, das ist zumindest wenn nicht gar multidirektional. Praxis hat einen ganz anderen Stellenwert dabei und es geht letztlich um Transformation statt Transfer. Kann ich mich darauf einlassen, Kollege Michael Schratz macht das immer wieder, er sagt, es gibt keinen Transfer, es gibt nur Transformation oder Transformationsprozesse. Ich meine aber, wenn ich von Transfer rede, immer auch, dass es sich um ein Aushandeln der adaptiven Prozesse vor Ort in den Schulen handelt.
Schulen oder Universitäten handeln soll. Das heißt also, das, was wir, und ich nehme an Sie, ich kann es nicht wissen, Sie werden das heute wahrscheinlich noch näher verhandeln, was man als modernes Verständnis von Transfer betrachten könnte, hat bestimmte Kennzeichen und die sind sehr integrativ, was Wissenschafts- und Praxislogiken angeht. Es geht also um Austauschprozesse mit Transferpartnern, die multidirektional sind und rekursiv, soll nichts anderes heißen, als dass die immer wieder im Austausch, wo stehen wir mit unserem Verständnis auf den gleichen Gegenstand, um den es geht, meinetwegen Kultur der Digitalität in der Schule und das miteinander austauschen. Es geht um Entwicklungsforschung, das heißt Entwicklung mit wissenschaftlichen Methoden und Sichtweisen ist ein integrativer Bestandteil von Transferimplementation und Scaling-Up-Prozessen und damit immer auch die Adaption von evidenzbasierten Maßnahmen. Das heißt, ich gehe nie von einem abgeschlossenen Produkt aus. Und das ist wirklich relativ wichtig, dass man sagt, nee, unser Produkt, selbst in Quamat, ist nie abgeschlossen. Das ist kein Block, kein Fels, den ich dann nur noch ausrollen muss, sondern der ist selber ein ständig zu behauendes Etwas, eine Skulptur, die im Werden ist in jedem Prozessschritt. Das heißt, um alles das, Transfer, also Implementation und Scaling-up zu ermöglichen, wird immer eine Kombination aus personalen, also Qualifizierungsansätzen, materialen und systemischen Ansätzen notwendig sein. Das heißt, ich muss eigentlich, wenn ich die Gesamtheit von Prozessen betrachte, immer mindestens diese drei Aspekte betrachten. Welches Material bringe ich aus? Welche Personen muss ich wie zu anderen Sichtweisen und anderen Kompetenzen befähigen? Und was muss ich in den Kontextbedingungen der Schule, der Universität ändern, damit das überhaupt eine Chance hat, was ich an Neuerungen reinbringen will, Fuß zu fassen? Ich werde nur darauf hinweisen, dass es dazu auch einige konzeptionelle Forschung gibt. Die kommen leider auch wesentlich aus den USA oder aus dem anglophonen Raum. Das sind die sogenannten Research Practice Partnerships Modelle. Das sind die Ansätze des Continuous Improvement, dass also Transfer immer ständige Veränderungsprozesse und Verbesserungsprozesse bedeuten. Und das ist eine besondere Fokussierung auf netzwerkgestützte Transferprozesse, die Networked Improvement Communities. Alle drei kann man nachlesen, wenn Sie wollen, stelle ich Ihnen auch die Literatur zur Verfügung dazu. Neu heißt also bei Transfer, das neue Transfer heißt also in diesen Rahmenkonzepten, die herkömmliche Dichotomie von entweder top-down oder bottom-up ist grundsätzlich nicht sinnvoll, ist aufgehoben in Hybriden und die jeweilige Praxisebene und die jeweilige Entwicklungsphase eines Projekts oder Programms angehende und darauf bezogene Konzepte. So viel zu den Sortiervorschlägen im begrifflichen Bereich. Gucken wir jetzt mal auf das, was machen Sie eigentlich und was macht im Kontrast vielleicht dazu oder als Abarbeitungsfolie Quamat in diesem Bereich, wenn es um Transfer geht. Das ist, kennen Sie alle wahrscheinlich, ne? Das ist so, das können Sie im Schlaf wahrscheinlich visualisieren. Und ich war genauso beeindruckt wie erschlagen von diesem Bild. Weil es, habe versucht, das BAM, das allein in diesem Kasten oben links in den Zielen formuliert ist, in dem Landesprogramm nochmal zu akzentuieren. Es geht Ihnen also um Kompetenzentwicklung, sowohl auf Schülerinnenseite als auch auf der Seite der im Fortbildungsbereich, als auch im Bereich der Schulleitung. Überall geht es um Kompetenzentwicklung. Es geht um Unterstützungskonzepte für alle. Es geht um innovative Materialien, es geht um Stakeholder-Vernetzung, es geht um eine Implementation von Unterstützungsstrukturen im System und es geht auch noch um die Meta-Ebene, um die Meta-Entwicklung von Modellen und Strategien. Also alles für alle. Diese Ziele teile ich alle, kann ich dazu sagen. Das Problem in der Umsetzung eines solchen Programmes und leider später auch in der Evaluation eines solchen Programmes ist, dass man jetzt wahnsinnig viel abschichten, strukturieren muss, damit man nicht verrückt wird bei diesen Zielvorgaben. Das schafft man nicht, schlicht und ergreifend.
Und in dem Kasten, den Sie da sehen, unter Zielgruppen, sehen Sie ja auch, Sie haben alle Ebenen drin, die man sich vorstellen kann. Von der Schülerinnen-Ebene über Lehrkräfte-Ebene, Auszubildenden-Ebene bis hin zu den Fortbildenden. Und die Forscherinnen und Forscher haben sie noch gar nicht reingeschrieben, die kommen auch noch dazu. Alles für alle. Ganz ähnlich sieht im ersten Augenblick auch das Ihnen vielleicht schon bekannte grundsätzliche Transferstrategie-Modell in Qamart aus. Wer es nicht kennt, der vielleicht ist das dann erstmal überraschend. Da geht es also darum, dass man sich um vor allen Dingen die Kolleginnen Prediger, Selter, Röskin-Winter und Götze, also das habe ich übernommen, als ich eingestiegen bin bei Qamart, die haben gesagt, ja, okay, wenn wir diesen Anspruch haben, der ganz oben angesiedelt war, Sie erinnern sich an das Bild mit der Komplexität des Transfergegenstandes. Wir wollen, dass in Deutschland ein anderer Mathematikunterricht, und zwar überall, stattfindet. Von der, am besten von der vorschulischen Betrachtung bis hin zur Sek. 2 mindestens. Wenn wir das wollen, dann müssen wir auch uns dem stellen, dass das, was unten ankommen soll, und das ist das Ziel, Frau Stehnke hat es angesprochen, wenn unten gar nichts ankommt nachher im Unterricht bei den Schülerinnen und Schülern, dann haben wir vielleicht viel an Fortbildungs- und Kompetenzgewinn in den oberen Ebenen, aber nicht da, wo wir eigentlich hinwollen, erreicht bei Schülerinnen und Schülern. Wenn wir da hinkommen sollen, dann müssen wir tatsächlich in Mathematik die Fortbildungsebene systematisch stärken. Was denn anderer Mathematikunterricht bedeutet? Die wissen das nicht von selber, die Leute in den Landesinstituten bisher. Und wir müssen dazu überhaupt erstmal gucken, wie qualifizieren wir eigentlich sinnvoll diejenigen, die nachher das multiplizieren sollen. Und so schraubt sich sozusagen der Anspruch, eine andere Art von Mathematik im Unterricht am Ende realisieren zu können, damit die Leistungen sich verändern, bei Schülerinnen und Schülern, schraubt sich hoch bis in die oberste Ebene der Landesinstitute, bis hin in die Staatssekretärsebene letztlich, die damit beschäftigt werden. Und alle sollen eigentlich eine Idee davon haben, was machen wir hier eigentlich gerade. Das heißt, das wesentliche Prinzip solch einer Strategie ist, Kohärenz herzustellen. Kohärenz, immer wieder die gleichen Prinzipien dessen, was wir unter dem Produkt guter Mathematikunterricht verstehen, in allen Ebenen auch tatsächlich bekannt zu machen. Da kann man sich auch mal streiten darüber, ob man das im Detail, im Einzelnen auch richtig findet. Aber dass es überhaupt erstmal als Konzept bekannt ist. Und das kostet richtig Arbeit, das immer wieder zu machen, und Ressourcen. Nun habe ich gerade gehört in dem Einführungsvortrag, Sie sind ja in einem wahnsinnig guten Ressourcenzustand. Natürlich werden Sie sagen, nee, reicht immer noch nicht. Aber bei dem Stellen, der Stellenausstattung für ein solches Programm beneiden Sie alle anderen 15 Bundesländer mit Sicherheit. Das gibt es sonst so nicht. Das heißt aber, wenn man sich diesen Anspruch über die Ebenen hinweg von Transfer tatsächlich stellt, dann sagt man, okay, was heißt denn das auf jeder Ebene eigentlich? Das heißt, auf jeder Ebene, wir müssen gutes neues Material entwickeln und zur Verfügung stellen. Wir müssen die Formate, die Ausbringungsformate für das Material realistisch gestalten. Man kann nicht alles in Vollversammlungen von Schulleitungen unterbringen. Man kann nicht alles immer zu einem Zeitpunkt in Präsenz oder auch nur zur gleichen Zeit machen. Also heißt es automatisch, digitale, asynchrone, hybride Ausbringformate für Material zu entwickeln. Und zwar so, dass sie zu dem Gegenstand neuer Mathematikunterricht wirklich passen. Wir müssen trotzdem Personen, nämlich Multiplizierende, finden und in den Schulen jeweils die entsprechenden, die das dann in die Schulen reintragen am Ende. Und wir müssen gucken, gibt es denn irgendwas in den Randbedingungen von solchen Transferprozessen, was hindern oder fördern kann? Also ganz wichtig, am Anfang völlig vergessen, was ist eigentlich mit der lokalen Struktur in den 15 Ländern, den Schulaufsichten? Viele sagen schlicht und ergreifend, nö, also bei mir geht das nicht so mit Qamart, da macht die Schulaufsicht nicht mit. Das kriege ich nicht durch, dass ich da ständig Leute in Schulnetzwerke schicke und dafür auch noch möglicherweise Reisekosten abrechne. Das geht nicht. Das heißt, je nachdem, wie die Randstrukturen tatsächlich eingebunden werden, und das reicht manchmal schon, dass sie informiert werden, dass sie einfach dabei sind, dass sie in diesem Projekt einen Teil von Mitverantwortung übertragen bekommen. Das geht hoch bis auf die Kooperationsstrukturen in den jeweiligen Ländern. Und es geht aber ganz wichtig auch auf der Ebene hier unten, geht es darum, wie schaffen wir es nachher, Schulleitungen dazu zu bringen, dass Mathelehrkräfte die Räume und die Zeiten haben, um sich tatsächlich langfristig fortzubilden in den Schulen, was auszuprobieren, zu reflektieren,
zu hospitieren und die verschiedenen Formate durchzusetzen, die man eben braucht. Es kostet Zeit, es kostet Anfangsinvestitionen, wenn ich große Konzepte wirklich implementieren möchte. Und das sind nun Zahlen, die kennen einige von Ihnen, Frau Stienke auf jeden Fall, die Ihnen sagen, okay, wenn man das angehen will, so einen komplexen Transferprozess, dann brauche ich Ressourcen. Und wenn ich die nicht habe, dann heißt es aber auch Demut im Anspruch, was ich erreichen kann. Ganz einfach. Dann heißt das, miss dich nicht immer an dem, was maximal möglich ist, sondern an dem, was realistisch möglich ist. Bei Quamat, und wir wissen am Ende noch nicht von 10 Jahren, wir sind im Jahr 1 von 10 der Umsetzung, was wir davon tatsächlich schaffen. Wir haben aber auf der Steuerungsebene, auf der obersten Ebene 60 Personen, die ganz wesentlich ihre Arbeitszeit in Landesinstituten oder Ministerien damit verbringen, dass sie nichts anderes tun, als Quamat zu monitoren und zu ermöglichen. Wir haben 400 Multiplizierende in den Ländern. Wir erreichen am Ende 30.000 bis 50.000, das soll 30.000, nicht 30 heißen, 30.000 bis 50.000 Lehrkräfte, die dabei sind, in 10.000 Schulen. Das sind immerhin 30% der allgemeinbildenden Schulen. Die beruflichen Schulen sind leider draußen bis jetzt in dem Programm. Wie so oft, ne? Und das heißt, eine Planung, und da komme ich jetzt schon ein bisschen näher auf die nächsten Schritte, die sich aus meinem Verständnis, was ich gehört habe, heute Morgen bei Ihnen an, deuten, dass Sie noch mal ganz genau Ihr eigenes Landesprogramm durchbürsten. Wo genau bin ich auf welcher Ebene eigentlich gut aufgestellt? Wo habe ich Lücken und wo verspreche ich dann vielleicht auch gar nicht, dass ich an der Stelle was erreichen werde? Denn das kostet einfach viel Organisation, Professionalisierung und Materialentwicklung. Alles zusammen auf einmal. Alles für alle, wie es in Ihrem Überblicksdiagramm dargestellt ist. Trotzdem gibt es einige Baustellen, die wir jetzt schon in Quamat sehen. Das Gute ist, dass wir sie jetzt schon sehen, liegt daran, dass wir ständig auf allen Ebenen mit denen, die es auszubaden haben, also mit Lehrkräften, mit Schulleitungen, mit Schulaufsichtspersonal, mit Landesinstitutsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen. Was ich vorhin ganz am Anfang sagte, was sind die wichtigen Punkte, an denen es immer wieder knackt, dass man das ernst nimmt? Und ich sage, wir bringen unser Forschungsprogramm jetzt auf die Straße und das war's. Was sind Baustellen? Die erste Baustelle ist, die wir leider jetzt beim allerersten Anlauf aus zeitlichen Gründen in Quamat nicht geschafft haben, aber die wir auf jeden Fall für die zweite Kohorte, das habe ich vergessen zu sagen, wir haben insgesamt 4 Kohorten, die starten in dieses Quamat-Projekt, die zweite startet schon nächstes Jahr, das ist die Frage, was wissen wir eigentlich, wenn wir neuen Mathematikunterricht machen wollen, wenn Sie bestimmte Formen der digitalen Unterrichts- und Schulentwicklung implementieren wollen. Was wissen wir eigentlich über die Ausgangslage der Schulen, mit denen wir zu tun haben? Wissen wir das eigentlich? Was können die schon? Was haben die schon? Sonst bleiben wir ganz zwangsläufig mit unseren Angeboten oder laufen wir Gefahr, in eine One-Fits-All-Logik zu rutschen. Wir bieten das volle Programm, das wir uns toll ausgedacht haben, auf das wir stolz sind, bieten wir in gleicher Weise allen an. Das ist völlig ineffizient. Wenn Sie wissen, manche Schulen stehen schon da und da, müssen Sie manche Teile gar nicht mehr machen, schlicht und ergreifend. Und ich weiß, Sie kennen das alle und ich mag es auch nur begrenzt, aber diese Ausgangslagen, die im Bereich des Digitalen mal von Beat Döbli-Honecker dargestellt wurden, der sagte etwas, sagen wir, polemisch, Sie rechnen Sie mit allen Ausgangslagen von Gegensteuern bei digitalen Leitmedienwechseln, bis ignorieren, brauche ich nicht in der Schule, bis verschiedene Arten der Modernisierung, des Revolutionieren, bis nach dem Motto, KI schafft sowieso die Schule ab, wir brauchen das alles nicht mehr. Die Institution Schule ist überflüssig. Ja? Schule neu denken manchmal auch, ja? Revolutionär. Wo stehen die Schulen eigentlich von ihrem Mindset her, was Digitalität angeht? Wenn ich mir die neuesten Ergebnisse der Repräsentativbefragung des Deutschen Schulbarometers angucke und ganz bodenständige Fragen mir da angucke, wie kompetent fühlen sich Lehrkräfte in der Nutzung von digitalen Medien, dann kommt da schon viel Positives. Aber was mich überrascht hat, ist, dass im Jahre Ende 2023 auf die Frage, auf den Einsatz digitaler Medien fühle ich mich gut vorbereitet, ungefähr die Hälfte sagt nein.
2023, 2024. Das heißt, da ist noch eine riesige Aufgabe in der Selbstwahrnehmung. Das heißt nicht, dass sie das nicht können. Das kann beides heißen. Sowohl die glauben, sie sind gut vorbereitet, sind es gar nicht, als auch die Bescheidenen sind es eigentlich schon. Das heißt aber, wir haben ein Problem an der Stelle tatsächlich noch in der Fläche von Lehrkräften. Das ist eine Repräsentativbefragung, die 1600 Lehrkräfte aller Schularten und Etappen betrachtet hat. Zweite Transferbaustelle. Wie schaffe ich es eigentlich, dass ich Kohärenz herstelle zwischen dem, was ich transferieren will als Innovation? Bei Ihnen geht es um digitale Tools, Konzepte, Kulturangebote und den Fortbildungsprinzipien, mit denen ich das ausbringe. Passen die eigentlich nicht zueinander? Oder mache ich lauter analoge Angebote für digitale Werkzeuge in Ihrem Fall? Mache ich also etwas, was in unserem Fall Quamart darauf abzielt, dass Schülerinnen und Schüler am Ende Mathematik verstehen, nicht nur algorithmisch behandeln, bringe ich das denen in der Multiplikation und in der Fortbildung so bei, dass sie eigentlich nur Sachen und Folien auswendig lernen und präsentieren sollen? Nein, das funktioniert nicht. Das heißt, es muss eine gewisse Äquivalenz in den Strukturen zwischen dem Gegenstand, den ich transferieren will, und den Methoden, mit denen ich das tatsächlich machen will, auch hergestellt werden. Und darum ringen wir ganz schön in Quamart, dass wir die Fortbildungsprinzipien, viele von Ihnen werden Lipowski hier wieder erkennen und seine Prinzipien und Standards guter Lehrkräftebildung. Dritte Baustelle, kritische Kopplung. Was haben wir in Quamart festgestellt? Bei diesem ganzen wunderbaren Modell, das alle Ebenen berücksichtigt, haben wir gesehen, oha, bei der Stelle, wo die 3, 4 Lehrkräfte, die in den Schulnetzwerken in eine 2-jährige, immer wieder reflexive, mit Praxisphasen und Erprobungen gesättigten Fortbildungssetting kommen, dann kommen die zurück in ihre Schule und dann? Und was passiert dann eigentlich ganz genau? Was muss ich machen, damit genau dieser Schritt hier von den Fachnetzwerken, die diese tollen Fortbildungen langfristig und nachhaltig angeboten bekommen, dann auch tatsächlich, was im Mathekollegium passiert bei denen, wie das also weitergegeben wird, und zwar in der ganzen Vielfalt der Mathekollegien in der Grundschule, in der Sekundarstufe, in ländlichen, in städtischen Räumen und so weiter und so fort, mit der ganzen Schönheit unseres Schulsystems als Hintergrund. Und was wir sagen, ist, dass neben dem ganz zentralen Element der Praxiserprobung in der eigenen Schule und der Reflexion darüber, immer auch die entsprechenden Ermöglicherinnen und Ermöglicher angesprochen werden müssen. Also in unserem Fall Schulleitungen müssen einbezogen werden. Sonst versackt das irgendwann mal, was wir denen auftragen an Veränderungsprozessen. Und da sage ich mal, die 3 großen K sind wichtig, die man immer ansprechen muss, wenn man Schulleitungen anspricht. Kommunikation, Kooperation, Kohärenz. Auch für diese Personen heißt das, ihnen ganz konkrete Vorschläge machen. Was kannst du als Schulleiterin oder Schulleiter machen, damit in deiner Schule diese wahnsinnig intensive Fortbildungsinitiative nicht versagt? Was kannst du da machen? Und die Erfahrung, die wir jetzt in der ersten Ansprache mit den ersten 1000 Schulleitungen in Quamart gemacht haben, für die wir Veranstaltungen angeboten haben, war, ja, das ist einfach, die Resonanz ist, es ist gut, dass wir überhaupt wissen, was ihr von uns erwartet, damit die Implementation in meiner Schule gelingen kann. Ich kann nicht alles davon machen, aber jetzt weiß ich ungefähr, was ist meine Rolle als Schulleitung dabei, um das zu ermöglichen, damit das nicht bei 3 Leuten hängen bleibt und dann vielleicht irgendwann stirbt. Kooperation, Co-Konstruktion, ganz wichtiger Bereich, den wir immer wieder dann quasi wie ein Mantra vor uns hertragen, um zu den Ergebnissen zu kommen, die eben in diesen Strukturen, die wichtig sind für nachhaltiges Durcharbeiten oder Transfer, wie es dann heißt, eben die wichtig sind, dass das funktioniert. Und, ach so, Entschuldigung, das wollte ich noch zeigen. Das, was Dirk Richter und ich vor ein paar Jahren mal rausgefunden haben, wie sieht es eigentlich in Deutschland aus mit den Formen der Kooperation? Auch das werden einige von Ihnen schon kennen. Dann sehen wir, dass Deutschland Weltmeister ist, wenn Kooperation austauschbar bedeutet im Kollegium. Ganz schnell mal kannst du mir dein Material geben für die nächste Stunde. Also auch oft zwischen Tür und Angel. Ist überhaupt nichts verkehrt daran. Braucht man. Ist wichtig. Machen wir alle, mache ich auch in meinem Arbeitsfeld.
Seltener ist schon Arbeitsteilung, die regelmäßig durchgeführt wird. Das heißt Absprachen über individuelle Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler, übergreifende Abstimmungen von Inhalten und Zielen, damit die sich nicht widersprechen zwischen Kolleginnen und Kollegen. Und noch seltener ist das, was man als Co-Konstruktion bezeichnet. Das heißt eine fachbezogene oder fachübergreifende Arbeit in Teams, dass ich wirklich gemeinsam in der Schule Zeit und Raum habe, zu denken, zu entwickeln, auszuprobieren, zu reflektieren. Also das, was Kern ist im Quamat-Projekt, dass das insgesamt quasi die Art der Kooperation wird in dem Transferprozess. Der Kollege Grosche und Kolleginnen und Kollegen haben das noch ein bisschen besser ausformuliert, werde ich jetzt aus Zeitgründen nicht allzu stark ausführen, aber das ist vielleicht für Sie eine ganz gute Sortierhilfe wieder, um zu sagen, bei dem, was ich jetzt an einzelnen Programmbestandteilen im Landesprogramm habe, was ist eigentlich da wichtig? Austausch, arbeitsteilige Kooperation oder brauche ich wirklich dieses intensive, ko-konstruktive Element, damit das Raum greifen kann in den Schulen oder wo auch immer die Zielebene ist? Und dass man sich dann genau, ich werde das jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, sagt, was meine ich eigentlich damit? Welche Funktionen haben diese verschiedenen Kooperationsformen? Was bedeutet das für die Interdependenz, also das gegenseitige Angewiesensein der Beteiligten, die in dieser Kooperation sind? Und welche Art von Vertrauen wird vorausgesetzt und welche Risiken hat das also auch? Zum Beispiel bei ko-konstruktiver Kooperation, dieser am weitesten entwickelten Kooperationsart, da ist das Vertrauen, das man braucht, eigentlich eine Selbstoffenbarung, ohne Konsequenzen Fehler anzusprechen. Das heißt, ich muss auf gut Deutsch in solchen Kooperations-Ko-Konstruktions-Settings die Hosen runterlassen dürfen. Was weiß ich nicht? Wo bin ich blank? Wo können wir den Weg gemeinsam entwickeln, damit das bei uns auch wirklich passiert, was wir wollen, dass es passiert? Wenn das Risiko ist, wenn das Vertrauen fehlt, dann muss man wahnsinnig viel am Anfang erstmal die Grundlagen schaffen, damit das hergestellt wird. Das kostet auch Zeit, damit das überhaupt als ko-konstruktiver Kooperationsprozess laufen kann. Die Definition von Grosche und Kollegen ist, wir definieren ko-konstruktive Kooperation als gemeinsame, zyklische, intensive und interdependente Aushandlungen und Reflexionen von Innovationen und ihre Konkretisierung. Ja, in der Allgemeinheit können wir dem alle zustimmen. Was heißt das für Evaluation, die sicherlich jetzt nicht, vorstehend gesagt ist, nicht unmittelbar ansteht? Aber irgendwann ist dann dieses OW, ja, irgendwann kommt das, wenn man es nicht früh plant und sagt, oh Mann, jetzt haben wir so viele Stellen, so viel Geld da drin und was ist dabei rausgekommen? Und ich glaube, dass viel damit zu tun hat bei solchen überkomplexen Programmen und Projekten, dass man die Erwartungen an Evaluation sehr gut managt. Was kann man eigentlich wirklich rausfinden? Und wenn ich mir wiederum aus Ihrer Webseite anschaue, ich gucke Herrn Hoppe an, was haben Sie denn vor? Die Ziele des Landesprogramms, die wir ja vorhin schon mal hatten, die nicht völlig unanspruchsvoll sind, dass man eben schaut, welches dieser Ziele kann ich so abgeschichtet bekommen, damit ich welche Art der Evaluation eigentlich da sinnvoll einsetzen kann. Sie bieten hier drei Säulen an sozusagen, die Sie evaluativ betrachten wollen. Und Sie tun das dann auch, wenn Sie dann soweit sind, gerne auch mit Unterstützung der beteiligten forschenden Institutionen, mit entsprechendem Methodenarsenal, ob es eher formativ, eher summativ sein soll, ob sehr viel stärker Selbstevaluationselemente genutzt werden oder ob es Fremdevaluationen sind und so weiter und so fort. Das ganze Arsenal, das unter dem Begriff der Evaluation eben anzutreffen ist. Die Kriterien sollten trotzdem, und zwar von Anfang an, immer die gleichen sein. Und das sind diese klassischen Kriterien nach Cynthia Coburn, die sich seitdem immer wieder durch die Transferforschungsliteratur durchfräsen. Und ich halte sie auch für richtig als Orientierungsschnur. Also Reichweite, Tiefe, Ownership und Nachhaltigkeit. Jede der von Ihnen jetzt auf den Weg gebrachten Maßnahmen lässt sich an diesen vier Kriterien, wenn man sie dann noch ein bisschen operationalisiert, messen. Beteiligung, Reichweite heißt Beteiligung möglichst vieler Institutionen und Personen. Habe ich das überhaupt angestrebt? Habe ich es erreicht? Habe ich Veränderungen von Überzeugungen und Handlungsmustern angezielt? Habe ich es erreicht? Also ging es mir eher um oberflächliche oder um sehr tiefe Verankerung von Innovationen, eher oberflächlich heißt Änderung von Dokumenten, Leitbildern, Gremienstrukturen. Alles nicht unwichtig. Aber
tiefergehend heißt, und darauf zielen vielleicht einige Ihrer Projekte, Änderung von subjektiven Theorien über das, was ist eigentlich Digitalität? Was heißt Kultur der Digitalität? Änderung von Handlungsmustern, von Lernprozessen und Lernergebnissen. Und dieser Punkt ist extra so klein gehalten. Frau Steenke hat zwar gesagt, am Ende müssen wir wissen, ob was bei den Schülerinnen ankommt und Schülern. Aber mein Optimismus, dass man das immer sehr zielgenau herausfindet über viele Jahre und zwar messbar herausfindet, der hat sich im Laufe der letzten 20 Jahre Bildungsforschung etwas reduziert. Man sollte den Anspruch nicht fallen lassen. Aber ich sollte ganz genau sagen, an welcher Stelle erwarte ich wirklich, in welchem Zeitraum aufgrund meiner Maßnahmen messbare Veränderungen. Diesen einen Satz wirklich klein zu kloppen und dann zu sagen, okay, an der Stelle können wir es machen, an den anderen ist das symbolische Politik, Evaluationspolitik. Das können wir nicht sagen. Dann gucken wir lieber danach, was können wir beschreiben, ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, wo sind mögliche Veränderungen denkbar. Die Identifikation, Ownership mit und die Verantwortungsübernahme für die Neuerung in den Schulen dann oder Hochschulen oder Landesinstituten. Sie brauchen ein Minimum an Verankerung, dass die Leute sagen, das ist jetzt meins mit dem Landesprogramm oder meins mit Quamat. Wenn sie das nicht kriegen, stirbt das Programm aller Voraussicht nach mit dem Ende der Förderung oder dem Ausscheiden der Personen, die das ursprünglich initialisiert haben. Tolle Programme wie Sinus und Sinus Transfer. Die fristen ein vergleichsweise jämmerliches Dasein, bundesweit gesehen, ich weiß nicht, wie es in Schleswig-Holstein steht, im Vergleich zu dem, wie die mal gestartet sind. Und deshalb achten Sie darauf, wie schaffen Sie es immer wieder, dass eine Innovation den nächsten Schulleiterinnen oder Schulleiterwechsel überstehen kann? Was müssen Sie dafür eigentlich machen? Was glaubt die Schule, kann sie dafür machen? Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit meint sozusagen dann die Folge davon von Ownership. Nur dann sind Sie halbwegs sicher, dass Sie nicht das Gleiche immer wieder machen. Mit Blick auf die Zeit möchte ich die letzte Folie ein bisschen abkürzen. Auch für uns als Forschende, und hier sitzen ja einige Forschende, heißt das nochmal, dass sie sich überlegen, bei solchen komplexen Ansätzen, wie integriere ich eigentlich meine Forschungsinteressen mit den Entwicklungsbedarfen, die dieses Programm hat und den Evaluationsformaten, die angemessen sind. Und Sie werden feststellen, dass Sie an ganz verschiedenen Stellen eines so großen Projektes wie Quamat, wie Ihres Programms, dass Sie ganz verschiedene Forschungstypen brauchen. Das fängt an von Entwicklungsforschung, von adaptiver Co-Konstruktion und Weiterentwicklung von den ersten Produktrohlingen, den Erlkönigen, wenn Sie so wollen, ihrer Produkte bis hin in die Frage, wie ich das konzeptionell tatsächlich ausbringen kann. Es sind ganz verschiedene Forschungsschwerpunkte, die Sie setzen und wo Sie sich immer selber verorten sollten. Was mache ich hier eigentlich gerade? Mache ich Entwicklungsforschung, mache ich Transferforschung konzeptionell, mache ich Implementationsforschung und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie Sie sich selber einschränken, kriegen Sie auch ganz neue Kriterien, nachdem Sie sagen, das ist gut oder weniger gut gelungen bisher. Nicht immer den gleichen Ansatz von Forschung auf alle Phasen eines solchen Programmes anlegen. Zum Schluss, letzte Folie. Mögliche, ich kenne Sie ja nicht genug und Ihre Projekte, Prüffragen und Stationen auf Ihrer Transferstrecke könnten sein, unter anderem. Haben Sie eigentlich vielleicht haben Sie es noch nicht, eine sogenannte Transferlandkarte? Müssten Sie die mal erstellen? Welche Maßnahmen in Zukunft Schule lassen sich welchen Zielen auf welcher Zielebene eigentlich genau zuordnen? Klingt einfach selbstverständlich. Die meisten Institute, die verschiedene Programmbestandteile laufen haben, haben sowas nicht. Die wissen gar nicht genau, auf welchen Ebenen mache ich eigentlich was mit welchen Erwartungen bei der Vielfalt von entsprechenden Maßnahmenpaketen. Welche Transferformate passen am besten, um definierte Transferziele zu erreichen? Also diese Folie Komplexität im Verhältnis von impliziten zu expliziten Wissensbeständen als Maß oder als Leitschnur zu nehmen und zu sagen, welche Formate brauche ich dann, um die entsprechenden Wissensbestandteile auch zu adressieren, die ich erreichen will. Welche Formen, Kooperationen, Co-Konstruktionen genau erscheinen und erweisen sich für jeweils ein Teilprojekt als geeignet. Nicht alle brauchen Co-Konstruktionen, um das ganz klar zu sagen. Viel zu aufwendig, ineffizient. Manchmal reicht Arbeitsteilung, eine gute Arbeitsteilung völlig aus. Und eben, welches Evaluationsvorgehen ist für ein Teilprojekt, jedes Teilprojekt, angemessen und realisierbar? Wie können die Erkenntnisse aus der Evaluation dann aber auch validiert werden? Wen brauche ich nochmal aus der Praxis, um zu sagen, ja, das stimmt auch, was ihr da sagt, das ist so.
Also eine Validierung mit denjenigen, die das Ganze durchlitten haben oder sich daran erfreut haben, ist ganz zentral in solchen Zusammenhängen. Das war's.